Tunesien. Ich darf Ihnen heute Doris Sölz vorstellen. Sie wird einen Vortrag halten über Zen-Geist in Arbeit und Führung. Ich freue mich ganz besonders, dass sie die östliche Weisheit im Bereich Buddhismus anspricht. Und sie ist evangelische Theologin und spirituelle Leiterin des Benediktushofes, ein Ort, den Vigdis Jäger in östlicher Weisheitslehre gegründet hat. Sie lebt dort und arbeitet dort und wird eben im Vortrag uns mitteilen, wie der Zen-Geist in Arbeit und Führung wirkt. Bitte schön, du bist Sölz. Ja, ich wünsche Ihnen erst einmal einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf und dass ich von meiner Arbeit erzählen darf, dass ich von Zen erzählen darf. Ich möchte den Vortrag etwas gliedern. Ich möchte erst ein bisschen von Zen überhaupt erzählen, worauf es in Zen ankommt und wie es sich dann im Zen-Geist verhält, wenn ich in der Arbeit bin, wenn ich im Beruf bin und wenn ich Menschen zu führen habe. Zen ist das japanische Wort für Chan. Und Chan ist ein Hörfehler von dem Wort Dhyana. Das ist chinesisch und Chan, Zen, ist etwa im 6. Jahrhundert als eigene Meditationspraxis in China entstanden. Damals gab es in China schon drei große religiöse Meditationspraxisen, drei große religiöse Strömungen. Das war der Daoismus, das war der Konfuzianismus und das war der Buddhismus. Und alle drei wurden eigentlich im Zen zusammengeführt und Zen versucht sozusagen die Essenz dieser drei Richtungen herauszuarbeiten, daraus sich zu entwickeln. Sehr stark ist es von dem Daoismus beeinflusst, von dem Wu Wei, dem Handeln im Nichthandeln. Konfuzius, der Konfuzianismus ist sehr stark eingeflossen, das Tao, dieses, was gerade vom Himmel mir vor den Füßen fällt, das ist das Tao, sagt Konfuzius, die strengen Regeln wurden in Zen mit eingezogen und seine Wirkung entfaltete sich vor allen Dingen in den buddhistischen Klöstern und hat als Mittelpunkt das Mitgefühl, die moralischen, die ethischen Werte des Buddhismus. Ganz kurz war das nur die Entstehung in China. Chan wurde dann etwa im 12. Jahrhundert nach Japan gebracht und im 20. Jahrhundert nach Europa und wird jetzt auch sehr stark in Amerika und in Europa gelehrt. Die Praxis des Zen, des Chan, wirkt auf die Menschen manchmal, die von außen darauf schauen, sehr streng, ja manchmal sogar hart. Und dennoch ist Zen nicht hart. Es ist diszipliniert. Aber was will es erreichen durch diese sehr strenge Meditationspraxis, diese sehr konzentrierte Meditationspraxis? Der Buddhismus kam ja aus Indien und der Buddhismus ist durchdrungen von Yoga. Und das Hauptasana des Zen ist der Lotussitz, der halbe Lotussitz oder der ganze Lotussitz.
Das ist das Asana, das geübt wird. Dann wird Pranayama geübt. Aber nicht in der Weise, dass wir den Atem beeinflussen, dass wir mit dem Atem sozusagen arbeiten, ihn verlängern oder verkürzen, sondern es wird geübt, einen Atem zu finden, der ganz natürlich ist. Wir richten die Aufmerksamkeit auf das zweite Chakra, auf das Haar, etwa 3 Finger breit unterhalb des Nabels. Und die ganze Konzentration errichtet sich auf diesen Punkt und es wird nur geschaut, wie der Atem von alleine kommt und wie er von alleine geht. Und dadurch, dass wir die Aufmerksamkeit dort unten hinrichten, wird von ganz alleine der Atem tief und fließt unten im Beckenbereich. Richten wir die Aufmerksamkeit stark in den oberen Bereich, ist der Atem wesentlich stärker hier zu spüren und die Gefahr, dass man sozusagen abhebt, ist nicht gegeben, wenn wir nur die Aufmerksamkeit auf das Becken richten. Wir sind dadurch geerdet. Dieses Haar ist das Zentrum von Tod und Leben. Und hier kommen wir auf das, was Zen vom Daoismus auch übernommen hat und was Herr Ritz gerade gesagt hat, es geht um die Einheit. Es geht um die Einheit der Gegensätze. Das Leben zeigt sich immer in Gegensätzen. Es zeigt sich in Hoch und in Tief. Es zeigt sich in Groß und in Klein. Es zeigt sich in Achtsam und Unachtsam. Es zeigt sich immer in der Polarität. Es zeigt sich im Leben und im Tod. Und Zen sagt, Leben und Tod sind Ausdruck des einen großen Lebens oder des Bewusstseins oder Buddhas oder Gott. Man kann es nennen, wie man will. Es ist alles das eine. Es ist Buddha, es ist das Bewusstsein und dieses Bewusstsein zeigt sich immer in der Form. Zen nennt dieses Bewusstsein Leere. Leere deswegen, weil es keine Eigenschaft hat. Aber es zeigt sich immer in der Form. Es gibt keine Leere, es gibt kein Bewusstsein ohne Form. Und die größte Dualität, die wir als Menschen erfahren, und erleben ist die Dualität von Tod und Leben. Wir erfahren mit unserem Alltagsgeist den Tod als Gegensatz von Leben. Und das ist nicht nur eine intellektuelle Erfahrung, nicht nur ein intellektuelles Wissen, sondern der ganze Körper ist davon erfasst, dass wenn er stirbt, ja, dann ist alles tot, dann ist er verloren. Und hier die Konzentration auf dieses Haar, auf dieses Becken, auf diesen Punkt unterhalb des Nabels, ist die Tiefe, die diese Einheit von Leben und Tod zusammenführt. Dogen Zenji, der das Zen nach Japan gebracht hat, hat über sein Tempeltor zu seinem Kloster geschrieben, hier soll nur der eintreten, der die Frage nach Leben und Tod stellt. Und ich glaube, dass der spirituelle Weg, der uns treibt, der uns ja, führt, immer diese Frage ist nach Leben und Tod. Und das ist die Grundfrage des Sinn. Wie löse ich diese Dualität von Leben und Tod? Zen führt diese Praxis auf eine ganz starke eine Übung zurück. Es übt
eine Übung, das ist die Meditation. Und das Asana ist der Lotus-Sitz. Pranayama ist die Konzentration auf den unteren Atem. Und da ist das Hauptaugenmerk, dass wir den Atem nicht beeinflussen, sondern dass er von alleine geht. Und das ist sehr schwer. Denn in dem Moment, wo wir die Aufmerksamkeit auf etwas richten, setzt sich sofort der Ich-Gedanke. Ich atme ein, ich atme aus. Und dieser Ich-Gedanke ist schon die große Illusion. Im Zen spricht man davon, dass es kein Ich gibt. Wenn wir schlafen, wenn wir arbeiten, wenn wir sitzen, wenn wir sprechen miteinander, geht immer der Atem, immer. Aber kaum richten wir die Aufmerksamkeit darauf, haben wir den Eindruck, ach, jetzt muss ich einatmen, jetzt muss ich ausatmen. Und dann manipulieren wir den Atem. Und die Übung ist, diesen Ich-Gedanken wegzunehmen und den Atem fließen zu lassen, wie wenn ich tief schlafe, ohne dass ich etwas tue. Ich gehe sozusagen in den Tiefschlaf, aber bewusst. Jetzt gehe ich bewusst in den Tiefschlaf, wo Leben und Tod sich vereinigen, wo Leben und Tod nicht mehr gegenüberstehen. Wir üben das auch im Gehen, dass wir meditatives Gehen machen. Und auch hier können wir erleben, wenn wir gehen und richten die Aufmerksamkeit auf das Gehen, dann haben wir den Eindruck, ich setze den rechten Fuß, ich setze den linken Fuß, ich setze den rechten Fuß, ich setze den linken Fuß. Aber lauft mal hinter einer Straßenbahn her, ihr werdet nie den rechten und den linken Fuß setzen, sondern ihr sitzt. Das heißt, auch das geschieht. Und die Stimmübung soll uns dazu führen, zu erfahren, dass das Leben in uns lebt. Nicht, dass ich lebe, sondern dass das Leben lebt. Das Leben lebt nicht. Und jeder Ich-Gedanke führt dazu, dass ich in die Dualität komme. Denn wenn ich sage, ich muss leben, dann ist gleichzeitig die Dualität da, ich will nicht leben. Wenn ich gehe, ich will gehen, dann ist sofort die Dualität da, ich will nicht gehen. Wenn ich sitze, ist sofort die Dualität da, ich will nicht sitzen. Das heißt, jeder Gedanke ist auch dual. Und Zazen führt dazu, dass wir dieses Nur-Sitzen, dass wir aus dieser Dualität herauskommen und uns ganz in das Geschehen des Lebens einlassen. Das führt dazu, dass wir die Sinne zurückziehen. Also Asana, Pranayama und dann Pratyahara. Das heißt, wir ziehen die Sinne zurück. Und das macht etwas, für Außenstehende etwas, einen eigenartigen Eindruck. Denn wir richten die Augen immer nach unten. Wir sitzen aber auch mit offenen Augen, immer. Und wir haben immer die Augen offen, weil wir üben, das Außen und das Innen eins werden zu lassen. Und in der Übung haben wir die Augen nach unten gerichtet, um die Ablenkung möglichst gering zu halten. Wir haben meistens dunkle Farben, einheitlich. Das wirkt oft wie so schwarze Raben. Aber wir sehen schwarz nicht. Das ist das Fehlen der Farbe. Das heißt, auch die Farben werden reduziert. Der Geist hat keine Ablenkung mehr. Dann halten wir den Raum ganz schlicht, möglichst nichts, was die Augen ablenken könnte. Und das macht es von außen her sehr streng. Aber es ist die ganz starke Reduzierung der Sinne. Ganz starke Reduzierung der Sinne, damit die Konzentration, Dharana, stark werden kann. Und die Konzentration ist immer nur auf den Atem gerichtet. Immer nur auf den Atem, wie er kommt und wie er geht. Jetzt ist natürlich die Gefahr dabei, dass wir
des den Ich-Gedanken nicht gleich herunterbringen, von dem Atem geschehen. Und dadurch gibt es auch die Möglichkeit, sich nur auf den Körper zu konzentrieren, nur auf die Geräusche zu konzentrieren, nur zu lauschen, welche Geräusche auftauchen, oder sich auf ein Wort, das Mu, zu konzentrieren. Aber immer geht es darum, dass wir die Gedanken, die sich an ein Objekt hängen möchten, sofort wieder loslassen. Ich habe vorher gesagt, wenn wir auf den Atem schauen, setzt sich sofort das Ich darauf, ich atme ein, ich atme aus, dann kommt jetzt, atme aber richtig, jetzt macht es wieder verkehrt, jetzt atme tief unten, nein, das war jetzt wieder nicht gut. Unentwegt gibt es diesen Kommentator im Kopf, der seine Bewertung ausspricht. Und jetzt ist die Übung, dass wir diesen Kommentator erkennen, dass wir nicht dieser Kommentator sind, sondern dass wir erkennen, dass unser Gehirn unentwegt seine Bewertung abgibt. Unentwegt. Das heißt, wir sehen etwas und schon sagt es, ah, gefällt mir nicht. Ein Mensch tritt mir vor Augen, wie schaut denn der aus? Unentwegt ist dieser bewertende Geist am Werk. Und die Übung ist, diesen bewertenden Geist erst einmal kennenzulernen, diesen bewertenden Geist zu erkennen, den Gedanken als Gedanken zu erkennen. Und wenn ich ihn als Gedanken erkenne, habe ich die Möglichkeit, nicht ihn leben zu müssen. Dann ist da die Distanz zwischen mir und dem Gedanken. Und diese Distanz erleichtert mir, nicht das zu sein, was ich denke. Und das, was ich denke, ist konditioniert. Die neue Gehirnforschung zeigt es sehr deutlich, das, was die spirituellen Wege schon immer gesagt haben, das, was wir denken, das ist schon das, was unsere Eltern gedacht haben, das, was unsere kulturelle Prägung ist, das, was die Menschen mitbringen. Und die Übung im Zen ist, gerade diese Konditionierung der Gedanken zu erkennen und dadurch die Möglichkeit zu haben, sie loszulassen. Das spielt dann eine ganz große Rolle bei Arbeit und bei Führung in Menschen, bei Menschen. Die Konzentration ist ganz wichtig. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dass wir die Affen, wie Buddha sie nennt, die Gedanken sozusagen bündeln, auf einen Fokus, nur diesen Atem, nur dieses Mut, nur dieses Lauschen, dann stellt sich aus der Fokussierung ein reines Gewahrsein ein. Diana, es ist nur noch Präsenz, es ist nur noch Wahrnehmung und da ist niemand mehr, der wahrnimmt und nichts mehr, was wahrgenommen wird. Es ist einzig und allein dieses Dasein. Und dieses Dasein führt von ganz alleine in das Samadhi. Und jetzt, diese 8 Stufen des Patanjali haben im Zen noch 2 Stufen dazu. Das ist die Rückkehr zur Quelle und die Rückkehr zum Marktplatz. Im Zen geht es nicht darum, im Samadhi zu verweilen. Vom Buddha wird erzählt, als er 3 Wochen lang in Samadhi saß, dass der Laie Vimalakirti kam und ihn aufweckte und sagte, so geht das nicht. Da bist du nichts, da lebst du nicht. Im Samadhi zu sitzen, das ist nicht Leben, sondern du musst in der Welt dich beweisen. Du musst in der Welt sein. Und das spielt für Zen eine ganz große Rolle. Dass wir die Praxis in den Alltag hineinbringen. Dass Samadhi sozusagen in der Arbeit geschieht. Samadhi ist die Erfahrung, dass ich eins bin mit allem. Eins bin mit der ganzen Schöpfung. Buddha
rief, als er diese tiefe Erfahrung machte, aus: Ich und das Universum sind eins. Jesus sagte: Ich und der Vater sind eins. Und gleichzeitig erfahre ich, dass alles leer ist. Dass alles Erscheinungen sind, die aber keine Substanz haben. Und aus diesem Zen-Geist heraus, aus dieser Erfahrung heraus, entfaltet sich der Alltag. Im Zen gibt es eine ganz wichtige Übung, das ist die Übung des Sam, der Arbeit. Es werden einfache Arbeiten ausgeführt, Gartenarbeiten, Hausarbeit. All diese Übungen oder diese Arbeiten, die wir eigentlich im Alltag gerne anderen zuschieben, stehen im Zen im Mittelpunkt. Was? Weil wir an den Arbeiten unglaublich toll erkennen können, was und wie wir geprägt sind, Wenn nämlich der Geist nicht beschäftigt ist, von einem zum anderen hüpfen kann, dann wird es ihm langweilig. Dann entwickelt er sein Eigenleben. Ich möchte ein Beispiel sagen. Auf unserem Hof war ein Herr, der hatte die Aufgabe, hinten, ganz hinten im Garten, Unkraut zu jäten. Und er kam nach einiger Zeit zu mir und sagte: Du wirst es nicht glauben, ich habe unentwegt gedacht, hoffentlich kommt einer vorbei und sieht, was ich da mache. Und ihm wurde klar, dass er sein ganzes Leben lang so gearbeitet hat. Er hat sein Berufsleben so ausgeführt, dass er immer im Mittelpunkt sein wollte und immer nur so arbeitete, damit die anderen ihn auch sehen. Und es fiel ihm wirklich wie Schuppen von den Augen, zu erkennen: Mein Gott, das, was ich jetzt in meinem Berufsleben ausführte, das war gar nicht so altruistisch. Das war ganz egoistisch. Er konnte diese Konditionierung erkennen. Und jetzt ist die Übung im Sinn, dass ich merke, das ist ein Uraltmuster. Ja? Das kommt auf und ich lasse diesen Gedanken, hoffentlich schaut mir da jemand zu und sagt, wie schön ich das mache. Das ist nur ein Gedanke, nur ein Moment. Und wenn ich an diesen Gedanken keine anderen Gedanken dranhänge, gehe ich einfach wieder in die Arbeit, gehe immer wieder ins Tun. Dann kommt er wieder daher. Ich gehe nur ins Tun. Und dadurch, dass ich an diesen einen Gedanken, an dieses Muster keine anderen Gedanken dranhänge, hungert dieses Muster aus. In dem Moment, wo ich aber dieses Muster nicht haben möchte, wo ich sage, jetzt, das darf doch nicht sein, ich kann auch nicht so arbeiten, dass mich alle nur sehen müssen, oder wenn ich mich identifiziere mit dem Muster, es analysiere und psychologisiere, dann füttere ich dieses Muster und es wird blühend und gedeihend weiter sein. Ich muss es aushungern. Und aushungern geht, dass ich mich nicht damit identifiziere. Und diese Muster sind so gewaltig, sind so unterschiedlich. Eine Psychologin hat bei uns die Fusten zu wischen gehabt. Und die hat unentwegt gedacht, hoffentlich mache ich das richtig. Vielleicht kommt jemand und sieht, dass sie das nicht richtig tut. Und daran erkannte sie ihr Arbeitsmuster. Ihr Arbeitsmuster, dass sie immer Angst hatte, es nicht zu genügen. Deswegen ist Sam, die Arbeitszeit im Zen, eine so unendlich wichtige Arbeit und Übung, weil wir in der Übung wirklich erkennen können, was unsere Muster sind. Und diese Muster leben wir ja im Alltag aus. Die sind uns ja durch den Druck des Alltags nicht bewusst, sondern wir meinen, das wäre meine Wirklichkeit. Das bin ich.
Und im Wenn geht es darum, diese Wirklichkeit zu erkennen, wirklich zu wahrzunehmen und auch ehrlich zu sich zu sein. Nicht vor sich zurückschrecken. Es gibt eine schöne Geschichte von Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin ist eine legendäre Figur des Sufismus und er lehrt mit wunderbaren Geschichten die Menschen. Und von ihm wird erzählt, dass er spazieren geht und dann sieht er eine glänzende Scherbe da auf dem Boden. Es war ein Metallspiegel. Und er hebt ihn auf und schaut hinein und sagt, um Gottes Willen, was ist denn das? Und schmeißt es im hohen Bogen weg und sagt, kein Wunder, dass man das wegwirft, das ist ja furchtbar hässlich. Sich selbst anzuschauen, das ist nicht einfach. Das ist ganz schwer, das hört sich so leicht an, ich sehe mich da so, wie ich bin. Aber wir haben ja alle ein anderes Bild von uns. Wir wollen ja gerne gut sein, wir wollen ja alles richtig machen, wir wollen ja erfolgreich sein. Wir wollen ja auf der Sonnenseite sein. Aber um die Sonnenseite zu erkennen und wirklich leben zu können, muss ich auch den Schatten leben können. Ich muss das aushalten. Ich muss mich selbst aushalten. Und diese strengen Sitzen, das wir praktizieren, das heißt, wir sitzen, wenn Sie ein Seishin machen, sitzen Sie 12 bis 13 Runden, je 40 Minuten, oder? 25 bis 40 bis eine Stunde, den ganzen Tag über. Da wird der innere Geist, der sich nur manchmal im Spiegel zeigt, wird sehr mächtig und wird sehr sichtbar. Und das auszuhalten ist nicht einfach. Da möchte man ausweichen. Und sich anzuschauen tut so weh. Und dann, wenn man nicht weglaufen kann und sich anschauen muss, dann schießt dieser unruhige Geist in die Knie und in die Schultern. In den Schultern sitzt dieses Ich. Ich muss, ich muss, ich muss. So laufen wir durch die Welt. So gehen wir in die Arbeit. Heute muss ich wieder arbeiten. Ich muss. Die Schultern sind hochgezogen. Und das ist aber nicht nur eine, das möchte ich immer sagen, eine intellektuelle Sache, sondern das steht in uns drinnen, in jeder Zelle. Jede Zelle atmet dieses Ich muss. Und in diese Haltung zu kommen, es geschieht, es geschieht. Das Leben geschieht. Nicht ich stehe auf, sondern es steht auf. Es geht so. Es arbeitet. Um in diese Haltung zu kommen, bedarf es des Loslassens. Nicht mehr und nichts mehr zu wollen. Vollkommen in die Absichtslosigkeit zu gehen und nichts mehr umzumachen. Das widerspricht unserem Geist vollkommen. Denn der macht immer nur Umzug. Ich esse damit, ich satt werde, ich putze damit, sauber wird. Immer gibt es ein Umzug. Ich arbeite damit, ich Geld verdiene. Und dieses Umzug loszulassen, das ist eine Übung, die mit viel Schmerzen und Aufgeben zu tun hat. Und dann gibt es eine schöne Geschichte. Ein junger Mann möchte ein Schwertkämpfer werden. Sein Vater war schon einer der berühmtesten Schwertmeister. Und er fragt seinen Vater, darf ich bei dir lernen? Und der Vater sagt zu ihm, du tauchst dafür nicht. Ich kann dich nicht unterrichten. Und da macht er sich auf und sucht einen anderen Schwertmeister.
Und dann bittet und bettelt er und sagt, ich möchte unbedingt Schwertmeister werden. Nein, du glaubst nichts. Bitte nimm mich auf, sagt er. Ich will auch ganz fest üben. Wie lange dauert es denn, bis ich Schwertmeister bin? Dann sagt der Meister, ich denke so 10 Jahre. Und wenn ich ganz eisern übe und ganz fest dabei bin, dann sagt der Meister, dann dauert es 30 Jahre. Und mit Bitten und Betteln schafft er es, dass ihn der Schwertmeister aufnimmt und ihn lehrt. Aber er gab ihm das Gebot, er darf nie zweifeln, nie jammern und auch nie nachfragen. Und als erstes durfte er in der Küche arbeiten, im Garten arbeiten und den Meister bedienen und den ganzen Tag Garten und Hausarbeit zu machen. Von Schwert keine Spur. Nicht einmal gesehen hat er ein Schwert. Er lernte zu dienen. Er lernte zu dienen. Einfach zu tun. Nur zu tun. Ohne zu fragen, warum und wieso. Aber nach 3 Jahren war es ihm doch ein bisschen viel. Und er fragte ganz bescheiden, ob er nicht mal auch ein Schwert anrühren dürfe. Der Meister antwortete nicht. Und als er so am Spülen war, bekam er auf einmal einen heftigen Schlag auf die Schulter. Und jetzt wusste er, jetzt ist die neue Phase der Übung da, nämlich absolute Wachheit. Er wusste nicht, wann sein Meister kommt. Er musste jede Sekunde wach sein, bis in den Schlaf hinein, um dem Schlag des Meisters auszuweichen. Unvermittelt kam er, ohne dass er es erwartete. Und auch das übte er. Das heißt, er wurde einer der berühmtesten Zen-Meister und Schwertmeister. Was hat er geübt? Er hat das Dienen geübt, das Arbeiten ohne und zu. Einfach zu tun und nicht zu wissen, wann es endlich zu Ende ist. Ah, das mache ich jetzt, damit ich fertig werde. Und das ist ja das, was wir unentwegt tun. Lass mich das nur fertig machen, dann. Und schon bei den Kindern fangen wir an, dass wir sagen, jetzt machst du deine Hausaufgaben, dann kannst du spielen. Und unbewusst vermitteln wir ihnen damit, erst kommt die Arbeit und dann das Leben. Und wir haben dann immer den Eindruck, wir kommen nicht zum Leben, weil wir unentwegt arbeiten müssen und das, was wir als Leben bezeichnen, das kommt nie. Und das zu leben, weil wir leben und zu tun, weil wir tun, das ist das Entscheidende. Es gibt, das Leben ist jetzt. Und wenn ich putze, dann ist das Leben putzen. Und wenn ich keinen Hauch von Bewertung habe, ja, wann ist denn endlich vorbei? Jetzt das muss ich auch machen und ich bin immer der Depp. Ich bin immer der, der die Toilette putzen muss. Das ist ja furchtbar. Wenn kein bewertender Gedanke da ist, dann ist Putz und im Hinsein eins. Zen übt an diesen extremen Übungen. An diesen extremen Beispielen übt es, aus der Bewertung herauszukommen. Aus der Bewertung zwischen gut und schlecht, zwischen hoch und tief. Das hört sich so leicht an. Ich gehe in die Einheit. Ja. Aber wenn man Toiletten putzt, und der Vordermann hat ihn hinterlassen, wie man es nicht will. Und dann, dass das nicht wirkt. Dass da kein bewertender Geist kommt. Das ist die Übung. Zu tun, weil es einfach zu tun ist. Und das kann ich nicht nur vom Kopf machen. Das muss ich leben, das muss ich üben, das muss ich praktizieren. Und
und immer dabei darauf achten, wie diese Bewertung aufkommt. Wie ich immer wieder sage, jetzt schon wieder. Da sitze ich im Büro und dann kommt der Chef rein und dann denke ich, jetzt kommt der Chef. Ja, dann gehe ich ins Telefon und denke, ja. Da sehe ich den Stapel. Beobachten Sie sich mal selbst, wie wir im bewertenden Geist darin stecken. Wie wir sagen, wenn ich den Arbeitstag hinter mir habe, dann geht's los, das Leben. Das heißt, wir bringen immer das Leben hinter uns, damit wir vielleicht irgendwann leben. Und glauben Sie mir, das Leben kommt nie. Das ist immer nur jetzt. Jetzt ist das Leben, ja? Den Telefonhörer abnehmen und lauschen. Und wenn dann jemand dran ist, den ich für den Abend kann, ja, da zeigt sich mein bewertender Geist. Und dann, und das ist wichtig, wenn dieser Gedanke kommt, ja, der schon wieder. Zu erkennen, dass das nur ein Moment ist. War nichts. Aber wir identifizieren uns mit dem Gedanken und schon sind wir dieses Unlustgefühl. Und wenn wir dieses Unlustgefühl sind, dann agieren wir auch aus diesem Unlustgefühl. Dann schnauzen wir den anderen an und auch wenn wir uns zusammenreißen, hat unsere Stimme doch so einen kleinen Unterton. Und der andere fühlt sich nicht verstanden. Obwohl wir doch ihm klar gemacht haben, dass wir ihn verstehen. Weil unser bewertender Gedanke, unser trennender Gedanke, der drückt sich in unserer ganzen Haltung aus, der drückt sich in unserem ganzen Sein aus, nicht nur im Kopf. Und von daher sagt sie, geh, schau auf diesen bewertenden Gedanken. Erkenne ihn als ein Muster, das einfach hochkommt. Und die sitzen ja tief, diese bewertenden Gedanken. Die haben wir von unseren Eltern mitbekommen. Von denen haben wir schon mitbekommen, dass man arbeitet, damit man endlich Urlaub machen kann. Aber stellen Sie sich mal vor, das Jahr hat 52 Wochen. 3 Wochen Urlaub hat man. Ist doch grausam. Wenn man für die 3 Wochen lebt. Es geht darum, im Augenblick zu leben. Und jetzt habe ich gesehen, dass ich nur ein paar Minuten noch habe. Wie viel? 5 Minuten. Also Sie haben schon gesehen, wie wichtig es ist, den bewertenden Gedanken loszulassen, um in der Arbeit sein zu können. Um in der sich ganz mit der Arbeit zu verbinden. Und mit der Arbeit sich zu verbinden, heißt, dass ich ganz und gar im Einklang bin. Ich bin ganz und klar eins mit mir selbst. Und dieses Eins mit mir selbst führt nach außen, zeigt mir, wie die anderen Menschen nicht in Schubladen stecken, zeigt mir, dass die anderen Menschen Ausdruck des einen Bewusstseins sind. Es geht darum, jeden, aber auch jeden Menschen als Ausdruck des einen zu erkennen. Jeden. Und dies lässt mich auch Menschen fühlen. Dies lässt mir die Toleranz und das Mitgefühl entfalten. Denn Mitgefühl im Zen ist die radikale Akzeptanz dessen, was ist. Alles als Ausdruck des einen zu erkennen, das ist zu entscheiden. Wenn ich sage,
Herz ist Ausdruck des großen Lebens. Wie könnte es schlechter sein als wie das? Wie sollte ich das abwerten, wenn das andere ebenso Ausdruck des einen ist? Und das Außen ist mein Innen. Das heißt, das, was ich ablehne, das zeigt sich im Außen. Das, was ich nicht mag, zeigt sich im Außen. Denn das Leben hat immer diese Polarität. Immer. Und es geht um die Einheit. Und wenn ich die Einheit lebe, lösen sich die Polaritäten auf. Möchte ich nur die Sonnenseite, zeigt sich im Leben die Schattenseite und sagt, ich bin hier ab. Beide Pole gehören zusammen. Von daher geht es um das Mitgefühl, in allem das eine zu erkennen und dadurch nicht zu projizieren. Das heißt, das, was ich ablehne, nicht nach außen zu bringen. Das, was ich nicht haben möchte, im Außen dann sichtbar werden zu lassen. Und wenn ich mit Menschen arbeite, dann ist der andere für mich immer nur mein Spiegel. Er zeigt mir, was ich ablehne. Und zeigt mir, wo ich bewerte. Die Einheit zu leben bedeutet, die Projektionen aufzugeben und in allem das Eine zu erkennen. Dann brauche ich nicht mehr den Spiegel wegwerfen, sondern dann kann ich sogar in der Hässlichkeit das Eine erkennen. Und sogar in der Hässlichkeit das Eine zu erkennen, bedeutet das Hässliche und das Schöne in seiner Einheit zu erfahren. Und wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich Menschen fühle, führen muss in meinem Unternehmen, sogar in meiner Familie, dann ist diese Haltung des Mitgefühls, der radikalen Akzeptanz, die einzige Möglichkeit für mich, die Unterschiede so zu lassen, wie sie sind. Und dadurch auch das, was mir eigentlich von meiner Konditionierung her zuwider ist, zuzulassen und dadurch zu verwandeln. Denn den anderen gibt es nur, weil es mich gibt. Lebe ich die Einheit, braucht der andere nicht meine Ablehnung leben. Von daher sind die Menschen, jede Begegnung mit den Menschen ist sozusagen eine Offenbarung. In jedem Menschen erkenne ich mich selbst. Wenn ich Ausdruck des Einen bin, wenn ich eine Welle des Ozeans bin, das heißt, wenn in mir sich der Ozean vollzieht, wenn es in mir lebt, dann lebt es im Anderen. Und dann ist er derselbe wie ich. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind ein. Der andere zeigt mir das. Und dann ist jede Begegnung mit einem Menschen eine Begegnung mit mir selbst. Ist jede Begegnung mit dem anderen eine Selbsterkenntnis. Und ich finde mich im anderen und komme zu mir selbst. Kann ich aus diesem Sinngeist heraus leben? Ist es möglich, mit vielen Menschen umzugehen, ohne dass ich erschöpft werde. Denn es ist immer nur die Erfahrung meiner selbst. Ich danke Ihnen.